Hallo YouTube und willkommen zurück hier bei Police Tactics Imperio. Wir haben hier gerade noch einen Einbruch laufen. Dort sind die Täter aber auf der Flucht. Die haben wir in der letzten Folge versucht zu finden. Haben sie aber dann nicht ausfindig machen können. Messerstecherei gemeldet im Altstadtviertel. Bereit. Nehme das Fahrzeug. Unser Ermittlerteam, das zweite zumindest, hat sich wieder auskuriert. Die waren ja ein bisschen verletzt. Und zwei Bereitschaftspolizisten sind noch hier. Die waren auch verletzt. Dann gucken wir mal, was der Rest macht. Einer ist noch im Krankenhaus für etwas über 4 Stunden. Hier ist noch ein Tatort. Mal gucken, ob das Ermittlerteam hier noch hinkommt. Oh, hier wird jemand zusammengeschlagen. Ja? Dann nehmen wir die hier, die da mal schnell hinfahren. Unterwegs zum Tatort. Und ich glaube, wir müssen hier auch mal langsam eine Streife machen, die in District 3 fährt. Können wir ja schon mal eine Streife machen. Tatort ist gesichert. District 3 mit dem Auto. Dann fangen wir mal hier an. In Bereitschaft. So, fahren wir hier mal so eine kleine Runde. Jo. Das sieht gut aus. Ja, dann können die hier gleich mal Streife fahren in District 3. Um das hier ein bisschen sicherer zu machen. Und wir brauchen noch einen Fall, um die nächste Story-Mission freizuschalten. Das sollte machbar sein. So, hier wird gerade ermittelt. Ist auch gleich abgeschlossen, dann können wir hier gleich mal warten. Spurensicherung erfolgreich abgeschlossen. Augenzeugenbefragungen sind erforderlich. Nicht. Wie kann ich helfen? Ja, den können wir erstmal befördern. Die Flores. Bereit. Dann hat die jetzt 8 Punkte. Vier Augenzeugen sind hier. In Bereitschaft. Bereit. Klar. Bereit. Ermittler sind unterwegs. Tatort ist gesichert. Ja, die sind auch am Tatort angekommen. Dann könnt ihr hier auch mal ermitteln. Ein Autodiebstahl. Bereit. Oh, da fährt die Streife nicht lang. Nähern uns dem Verdächtigen.
dringend Verstärkung. Die Ermittlung wurde erfolgreich abgeschlossen. Fall gelöst. Stellen. Jawohl. Wir haben den Fall gelöst und nun haben wir die nächste Story freigeschaltet. Fahren wir erstmal wieder auf Streife. Oh, da haben wir jetzt hier. Verdächtige finden. Das ist jetzt ein neues Symbol. Das sind jetzt... Ja. Da haben wir noch gar keine Leute. Das ist dann hier diese Fähigkeit, die Spezialtaktiken. Wir brauchen hier immer mehr und bessere Polizisten. Und auch mit besonderen Fähigkeiten. Nachher gibt es dann noch das Gelbe mit der Infiltration. Das kommt auch irgendwann. Aber erstmal brauchen wir SEK-Polizisten. Aufruhr aufgelöst. Sicherung erfolgreich abgeschlossen. Augenzeugenbefragungen sind erforderlich. Verdächtige Person wurde gemeldet im Altstadtviertel. So, für die SEK-Polizisten, da können wir aktuell 0 haben. Und wir können aber nicht aufrüsten. Wir könnten hier die verdeckten Ermittler aufrüsten. Oder das kriminaltechnische Labor. Das haben wir ja schon auf Stufe 1 erweitert. Da machen wir eben mal die verdeckten Ermittler. Ansonsten können wir noch Zusatzräume bauen, die hier so einen Bonus bringen, wie die Geschwindigkeit bei den Tatortuntersuchungen schneller werden lassen. Oder die Kompetenzsteigerung beim Streifendienst zum Beispiel. In Bereitschaft. Auf dem Weg zum Tatort. Verstärkung dringend benötigt. Hier wird auch jemand ausgeraubt. Der Fall ist abgeschlossen. Bereit. Nehme das Fahrzeug. In Bereitschaft. Ja, dann können wir Streife fahren, District 3. Hier ist richtig was los. Und Augenzeugenbefragung brauchen wir. In Bereitschaft. Nehme das Fahrzeug. Ja, dann frag doch mal. Fangen wir hier an. Dann da. Ja. Da und bestätigt. Da. Gemeldet im Altstadtviertel. Ja, und die Sicherheit geht immer weiter nach oben. Wir sind auf dem richtigen Weg. Über 80% jetzt schon. Gerade hier District 1, wo im Zentrum immer richtig rot war, haben wir jetzt schon richtig grün.
Jetzt fehlt nur noch District 3. Da haben wir jetzt schon die erste Streife. Das dauert jetzt eine Weile, bis wir auch hier den roten Bereich jetzt mal langsam ein bisschen besser kriegen. Jetzt sind hier schon wieder Verdächtige. Der hebt die Arme. Verdächtige sind auf der Flucht. Und jetzt ist die Zeit abgelaufen. So ein Mist. Jetzt wäre die Streife ja gerade da gewesen. Das ist ja der hier. Der hier wegrennt. In Bereitschaft. Bestätigt. Was hast du hier zu verbergen? Flucht gelungen, ist nicht sehr gut. Wie kann ich helfen? Bereit. Nehme das Fahrzeug. Ja, dann kann das Team jetzt da ermitteln. Ermittler sind unterwegs. Und ja, war jetzt noch jemand im Krankenhaus oder waren jetzt schon alle da? Nö, sind alle da. Wir können viele Leute befördern. Aber ich wollte ja, dass wir jetzt auf die grüne auf die Eindämmung jetzt erstmal ein paar Punkte holen. Tatort ist gesichert. Starte die Ermittlungen. Können wir aber überall nicht mehr machen. Mehr als 3 Punkte nicht möglich. Bisschen blöd. Ja? Verstanden. Wie kann ich helfen? Ja. Wie kann ich helfen? Auf dem Weg. Ja, wenig los gerade und auch die Blitzerwagen haben hier gerade irgendwie keine Einkünfte mehr. Vielleicht sollten wir die jetzt mal einmal woanders hinstellen. In District 1 ist nichts los. Wir waren noch nie in District 3, weil wir ja erst vor kurzem den freigeschaltet haben. Dann fahren wir mal hier in diese schöne breite Straße. Radarfalle installiert. Dann Spurensicherung erfolgreich abgeschlossen. Augenzeugenbefragungen sind erforderlich. Dann fahren wir den. Da können wir dann hier auf der Hauptstraße, die so verläuft, einmal hinstellen.
damit wir diesen Bezirk sicherer machen. Und wir haben Augenzeugenbefragung. Bereit. Verstanden, sind unterwegs. Verstanden. Ja? Ja. Klar. Verstanden. Verstanden. Mal gucken wir mal, was dabei rauskommt. Ja, da ist der Blitzerwagen und der stellt sich jetzt hier in der Hauptstraße hin. Mal gucken, ob wir jetzt hier ein paar Einnahmen generieren können. Die haben in letzter Zeit ein bisschen nachgelassen. Wir hatten so schön Geld verdient hier. Über 30.000 haben wir schon. Oh, der brettert hier. Vielleicht sollten wir in dieser Straße auch noch einen. Und da haben wir gerade einen erwischt. Ja, sehr schön. In District 1 hat sich das eben schon rumgesprochen, dass wir da ständig stehen. Hier ist zwar ein Raserbrennpunkt, aber irgendwie haben wir hier auch keine Einnahmen. Wir gehen in District 3. Erfolgreich abgeschlossen. Wir haben jetzt hier in der Straße. Jetzt fehlt noch eigentlich in dieser Straße hier. Ja, hier rasen die ja richtig. Und dann stellen wir den mal hier hin. Radarfalle installiert. Nähern uns dem Verdächtigen. So, hier ist der, der gerade entkommen ist. Der steht noch vor seiner Tür. Das ist ja sehr gut. Dann brauchen wir den nicht suchen. In Bereitschaft. Der Fall ist nicht gelöst. Fall gelöst. Stellen. Ja, sehr gut. Dann gehen wir wieder auf Streife hier, District 3. Wir werden immer besser in der Sicherheit. 86% haben wir jetzt schon. Wir sind auf dem richtigen Weg. Hier ist noch eine Mission mit den SEK-Leuten, aber wie gesagt, da haben wir noch keine, die wir ausbilden können. Und gucken wir mal. Person wurde gemeldet im Stadtzentrum. In Bereitschaft. In Bewegung. Ja, jetzt schließen wir erstmal diese Mission ab und dann wollte ich gerade sagen, gucken wir mal. Verstärkung dringend benötigt. Die nächste Story-Mission. Verdächtiger verhaftet. Fall gelöst. Zu Diensten. Ja, auf hat man wieder Stadtzentrum. Und nun zur Story-Mission. Schauen wir mal, was jetzt auf uns zukommt. Mission 14. Aussichtslos Teil 2. Nachdem wir die Hinweise aus der Fabrik untersucht haben, sind unsere Chemiker zum Schluss gekommen, dass die Chemikalien die grundlegenden Bestandteile der Krawalldroge sein könnten. Leider haben wir auch in der Fabrik Aaron Smiths Fingerabdrücke gefunden. Wir haben alle Informationen, die wir brauchen. Richten wir ein paar Straßensperren ein? Ein Raubüberfall ist im Gange, im Altstadtviertel. Warnung, Verdächtige sind bewaffnet und gefährlich.
oder schicken ein paar Identitätsprüfungsteams raus, um den roten Van zu finden. Ja, dann haben wir die hier oben erst einmal. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Nehme das Fahrzeug. Ja, hier brauchen wir Verstärkung. 12 Punkte brauchen wir. Ja, das macht ja nichts. Wir haben ja hier unser Fahrzeug. Ja, mit einer Waffe bedrohen, das geht gar nicht. Boah, jetzt fangen die das Schießen an hier. Und dann ein paar Warnschüsse abgegeben. Und dann geben sie sofort auf. Und jetzt blitzen die Blitzer wieder hier. Jetzt kommt wieder Geld rein. Wenn man zu lange an derselben Stelle steht, irgendwann passiert dann nichts mehr. Und das ist der Tag zu Ende. Jetzt kommen erst wieder die Bußgelder. 750 Dollar. Ein bisschen Minus gemacht jetzt. Und wir haben ein B bekommen. In der Altstadt müssen wir noch besser werden. Sonst haben wir 94% und 96%. Autodiebstahl gemeldet im Vorstadtbereich. Ja, ist doch eine gute Entwicklung hier. Ja. Ziel in Sicht. Ja, hier ist unsere Streife. Brechen wir mal kurz ab hier. Verdächtige versuchen zu entkommen. Verdächtige haben ein Auto gestohlen und sind auf der Flucht. Ja. Oh nee. Wieder falsch geklickt auf hier. Verfolgung aufgenommen. Wo fährt denn der jetzt hin? Ja. Dann können wir den ja mit dem hier abschneiden, den Weg. Verstanden, sind unterwegs. Verstanden, sind unterwegs. Verstanden, sind unterwegs. Oh nee, jetzt ist er hier wieder abgebogen, ey. Oh. Na, ja, ganz toll. Es wird wieder nichts. Obwohl wir noch genug Zeit hatten. Wie kann ich helfen? Wo dann plötzlich die Polizei da war, dann. Zu Diensten. War der Autodiebstahl plötzlich schon fertig, obwohl noch massenweise Zeit da war. Manchmal ein bisschen merkwürdig. Autodiebstahl gemeldet im Altstadtviertel. Zu Diensten. Unterwegs zum Tatort. In Bereitschaft. Und schon wollen sie das nächste Auto klauen. In Bereitschaft. Ja, und dann schauen wir in der nächsten Folge hier, ob wir bei der Story-Mission weiterkommen. Dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.